Ja, und damit begrüße ich euch zurück zu Subnautica. Wir wurden doch nicht gerettet. Die Subway ist scheinbar irgendwie abgeschossen worden oder so. Wir wissen noch nicht wieso, weshalb, warum. Welcome aboard, Captain. Und wir fahren jetzt mal nach Richtung Süden. Die einzige Richtung, die wir noch nicht wirklich untersucht haben. Seek fluid intake. Was? Ach so, Wasseraufnahme. Vital signs stabilizing. Vielleicht sollten wir erstmal die Zähne wegtun und ein bisschen neues Wasser mitnehmen, etc. pp. Auch was essen. Ach, da kommt sie. Und dann hat sich da eigentlich nur überlegt, Welcome aboard, Captain. Dass wir das mal ein bisschen anfangen können, die Base vorzubereiten. Konstruktion. Ein Kleister. Blei. So, dann wollen wir Außenbeet machen. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stag root. Rohkostsalat, alles klar. Ah.
Wir wollten Richtung Süden, ne? Ah, ich habe noch keinen. Wasser. Einmal eben. Das Kupfer lassen wir hier. Salz. Quarz. Ja, Edelmetalle war voll, meine ich. Schmeißen wir noch ein paar Diverses rein. Hauptsache, wir haben auch voll. Wieder Platz hier. Und dann Westen. Hin. Waren wir hier schon mal? Ich glaube schon. Seemottenteil. Ja klar, hier drunter waren. Moment mal, sie. Ich sehe da eine Seebrühe. Haben wir die schon gescannt? Nein, haben wir nicht. Irgendwo muss hier noch der zweite Teil ab. Teilschrott. Da liegt sie. So. Jetzt kurz noch bauen. Damit kann man Wegweiser versetzen. Kupfererz und Titan, alles klar. Und zwei Stück. Und jetzt geht's dann wirklich mal Richtung Süden. Es sei denn, der Herr Kruft lässt sich mal wieder ablenken. Hier haben wir gerade. Dieses Biom kann man in die unten.
Wir haben auf jeden Fall noch Sachen, die wir scannen können. Bioreaktor. Planer ist fertig. Da ist irgendwas drin. Schneider. Mal schon. Das sind Titan, brauchen wir wieder. Welcome aboard, Captain. Das sieht echt wie ein Tor aus. Ja Leute, ihr seid mir zu tief gefallen. Viel tiefer dürfen wir nicht mehr. Ich habe gerade gedacht, das könnte eventuell nur noch ein Stück von der Aurora sein. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Bin schon wieder oben, mitten oben. Bin schon wieder oben, mitten oben. Reparaturwerkstatt kam mal dran. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Scheißfisch. Was mich ja richtig ankotzt, ist, dass wir dieses dritte Teil der Modifikationsstation nicht gefunden haben. Eigentlich sind die immer zusammen, die stationären Teile. Was ist denn das? Seemotte. Oh? Hä? Oh? Hä?
was ich sehen wollte. Nein, sie ist zerstört. Da haben die unten dieses Viech und sie sind. Aber bis Moment. Jo, die ist weg. Verdammte Hacke. Haben wir uns zu weit rausgewagt. Wisst ihr, wie tief der Boden ist? Ah! Wow! Und sie sind das da? Was war das? Gut, dann müssen wir uns einen neuen Seemotte holen. Meine Fresse, wo war der Teil jetzt, was ich brauche? Ich bin mir eigentlich sicher auf der Aurora. Da die Folge gleich eh zu Ende ist, werde ich dann wohl mal offline nochmal zurückschwimmen und nochmal gucken. Welcome aboard, Captain. Ach so. Jetzt mal hier oben gucken, was brauchen wir. Moment, ich einmal Titanbarren und eine Energiezelle. Zweimal Glas, Schmierstoff, Blei, Titanbarren. Kann ich hier immer noch scannen? Kann ich denn hier scannen? Ach, die Dinge habe ich noch nicht. Stoff herstellen. So, haben wir noch Kupfer? Einmal, brauchen zwei. Moment, ich sehe gerade, die Folge geht keine Minute mehr. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt und werde dann offline die Seemotte nachbauen und nochmal zur Aurora schwimmen. Gucken, ob ich dieses Modul, was wir brauchen, da finde. Und ja, dann sehen wir uns danach wieder. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage wie immer, Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye, euer, dein Eben Croft.